Liebe Kinobesucherinnen und Kinobesucher, herzliche Grüße aus Brüssel. Ich freue mich, dass ihr den Weg in den Magdeburger Moritzhof gefunden habt, um erneut an der Filmreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung Sachsen-Anhalt zum Europäischen Jahr der Entwicklung teilzunehmen. Heute wird passend zum Themenmonat Oktober der Film Hunger gezeigt. Er ist von Angela Anderson und Klaus Kleber. Und er stellt die Fragen auf, warum auf unserem Planeten eben keine Menge Menschen verhungern müssen oder verdursten müssen, wenn wir denn alles richtig tun. Warum kommen so viele Lebensmittel nie bei den Hungernden an? Was tut Politik, Wirtschaft und Forschung dazu? Diesen Fragen will der Fernsehmoderator auf den Grund gehen. Und ich war selber Ende September diesen Jahres in New York bei den UN-Nachhaltigkeitsgipfel und konnte erleben, wie die entwicklungspolitische Agenda bis 2030 gesetzt wurde. Richtigerweise ist die Beendigung des weltweiten Hungers innerhalb der nächsten 15 Jahre eines der Hauptziele. Ich denke aber auch, dass jede einzelne Privatperson einen eigenen Beitrag zu diesem Ziel leisten kann. Bewusstes Einkaufen von lokalen Produkten oder Vertretprodukten, die Reduzierung unseres Fleischkonsums oder auch der Stopp einfach nur des Wegwerfens von Lebensmitteln sind hierfür drei wichtige Beispiele, die jeder zu Hause selber in seinem Alltag miterleben kann. Ich wünsche ein interessantes Kinoerlebnis und eine gute Diskussion im Nachgang mit Tobias Reichert von German Watch e.V., dessen Leiter ich selber in New York beispielsweise zu diesem Thema getroffen habe. Viele Grüße aus Brüssel und gute Diskussionen. Euer Annelies.